auf die eine Seite um einfach, oder? Ja, genau. Jetzt kommt die Nummer 94, da Lorenz, rast ins Ziel, da sieht man schon den zukünftigen Rennläufer. Gefolgt von der Nummer 29, dem Simon, der schaut mal auf die Seite, was es Neues gibt. Und die Startnummer 63 kommt als drittes ins Ziel, der David, super. Und der nächste kommt, die Startnummer 70, der Andreas. Und noch einer Gas geben, das erste Laufrad kommt zu uns mit der Nummer 72, der Lukas. Super, Lukas! Nach vorne schauen und über die Ziellinie. Und da haben wir schon den nächsten. Einen großen Applaus für die Nummer 67, der Noah. Super, Noah! Da haben wir auch einen begleitenden Läufer dabei. Bravo! Ja, für manche ist es hier wirklich das allererste Rennen. Man sieht schon, wie sie mit Feuereifer dabei ist. Ja, so starten normalerweise zukünftige Olympiateilnehmer wirklich mit einem Jahr ins Ziel und da darf natürlich noch geholfen werden. Ein Strahlen im Gesicht, man sieht schon das Rennfahren, das macht Spaß, vor allem wenn man geschoben wird. Aber es geht ins Ziel, ein großer Applaus! Oskar, unser allerjüngster Teilnehmer. Super, Oskar! Und da bin ich Ziellinie drüber, es steht alle noch. Und perfekt. So, damit sind jetzt alle unsere sieben ersten Starter von der U5 männlich im Ziel. Und dann kommt sie schon, die Nummer 95, die Anna Kandler vom Kindergarten Kolz, das ist bereits da. Gefolgt von der Nummer 2, der Marlene. Schnittig geht's ins Ziel. Ja, es ist natürlich auch eine große Herausforderung für die Mamas und Papas, die da zum Teil mithalten müssen. Da kommt jetzt wieder ein Zweierteam mit der Nummer 90, die Mona. Mona, gib Gas! Mona, los! Ins Ziel, schnell! So, das rosa Laufrad mit der orangen Hupe. Steht alle noch? Fahr da bitte! Fahr, 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 fahr! So, die Nummer 1 war da. Die Eva legt sich ins Zeug und auch sie ist über dem Ziel. Und die Nummer 3, die Emi. Emi, gib Gas! So, feuert es an! Emi, du musst bis zu uns ganz nach vor! Und schneller geht's! Emi, gib Gas! Super, ein Strahlen im Gesicht! Der Blick nach unten gerichtet, wo ist die Ziellinie? Und darüber, auch die Emi ist im Ziel! So, die Nummer 87, die Emma vom Kindergarten Kölsers. Bravo! Emma, komm zu uns ins Ziel rein. Immer nach vorne über die gelbe Linie drüber. Und die Emma ist da. Also die Kleinen fahren jetzt, wie gesagt, eine Runde mit der nächsten Gruppe, mit der U9. Die dürfen dann schon drei Runden fahren. Leichter.
Also jetzt heißt Kräfte sammeln auf der Ebenenstrecke, drüben fallen, wenn es wieder abwärts geht und dann unten rum und wieder auf. So, da kommen die nächsten Feuer, das bitte wirklich an. Darauf hin raus, es ist rutschig, es ist anstrengend, feuert die Kinder an. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 Jungs. Eine Runde habt ihr schon geschafft, eine Runde ist vorbei. Feuert es an. Und es geht in die nächste, in die letzte Runde. Zwei Runden sind geschafft für die Nummer 86. Sind gefolgt von der Nummer 14. Und die gibt es aus. Da wird abgestampft und gekämpft. Und die nächste ist da, die Nummer 34. Ja, was sind die Mädels? Die sind da ganz vorne mit dabei auch. Ja. Nummer 8. Und die Nummer 5 kommt auch. Und das nächste Mädel schießt nach oben. Die Nummer 49. Und wieder an alle. Schaltet die Gänge hoch. Schaltet runter beim Aufwärtsbord und dann gleich wieder rauf. Ich filme schon 3 Minuten. Die Nummer 11. Die Nummer 15. Eine Runde. Nur noch eine Runde. So, und jetzt feuert es an. Da kommen jetzt dann schon die ersten Vergaufschritte in Ziel. Und der nächste. Die Nummer 83. Das erste Mädel ist da mit der Nummer 34. Die Nummer 8 ist hier. Das war der Fimba vom Radsportverein Werkholzers. Wer kommt als nächstes? Christian! Hey, da ist sie ja! Da ist auch noch 50 jetzt. Super! So, sehr
Hopp. Super, jawohl. Schuhe gut, schau ich aus. Geh mal. Hopp. Kameraien. Ja. Hopp. Ja, ich muss überlegen. Zeit war schon. Mit der Nummer 42, Simona Mitterwallner, Halbach Racing Team Heiming. Nummer 41 und die Startnummer 78, der Robert Neitzler. Startnummer 48 von den Junioren, der Manuel Rabensteiner. Startnummer 18, der Harald Wegscheider. Startnummer 55, Yannick Schienagel, ebenfalls U17 männlich. Und die Nummer 23, die Lisa Mussack. Mit der Nummer 56, Philipp Sonnweber. Und die Nummer 96, der Christoph Zeinlofer von der Sportklasse. Andere, der aus der System raus. Der? Zum Filmen. Na, Sandro Kuprian, ja. U17 männlich mit der Nummer 81 vom Radteam Skoda Fahrer Schönwies. Nummer 58 und die Nummer 45, immer noch Kopf an Kopf. Und mit der Nummer 36 aus Gruppe U17 männlich, der Manuel Delsner. Die Nummer 22, der Heiko Maas, Sportklasse männlich von der Sportklasse Radsportverein Werk-Holsers. Wir müssen einen haben. Und die Nummer 41, ebenfalls aus der Sportklasse, der Helmut Embacher. Und die Nummer 42, Mona Mitterwallner vom Halbach Racing Team Heiming. Mit der Nummer 78, Robert Neitzler. Und die Startnummer 48 von den Junioren, Manuel Rabensteiner. Hopp. Und mit der Nummer 18 von der Sportklasse, Harald Wegscheider, Halbach Racing Team Heiming. Und da ist der Alex Rabensteiner, ebenfalls von der U17 männlich. Mit der Nummer 56 war der Philipp Sonnweber, U17 männlich. Und die Nummer 55 ist auch vorbeigekommen. Yannick Schienagel. Hopp. Und die Lisa mit der Nummer 23 vom Radsportverein. Und dahinter mit der Nummer 96, Christoph Seindlhofer vom RC Arbe Bikespalast Tirol. So, und da ist die Nummer 58 und die Nummer 45 und die gehen in die letzte Runde. Manuel Delsner geht in die letzte Runde und die Nummer 22, der Heiko Maas. Hopp. Und die Nummer 81 geht ebenfalls in die letzte Runde. Die Nummer 41, der Helmut Embacher von der Sportklasse. Die Nummer 42, die Mona Mitterwallner, geht ebenfalls in die letzte Runde. Aus der Klasse U17 Weibrich vom Halbach Racing Team Heiming. Noch Robert Neisener. Die Nummer 18 geht ebenfalls in die letzte Runde. Der Harald Wegscheider vom Halbach Racing Team Heiming. Die Nummer 48, der Manuel Rabensteiner, gefolgt von der Nummer 47 vom Alex Rabensteiner. Die Nummer 55 und die Nummer 56, Yannick Schienagel und Philipp Sonnweber, beide erster Klasse U17, Radteam Skoda Fahrer Schönwies. Die Nummer
90 geht auch in die letzte Runde der Christoph Zeinderhofer von der Sportklasse Erste Albe Bikepalast Tirol. Und die Nummer 23, die Lisa Mutag, Radsportverein Meerkater. Und da ist die Nummer 58 im Ziel, Emanuel Zangele vom Highbike Racing Team Heiming aus der Juniorklasse.